brauchen. Für den Teig 150 Gramm weiche Butter und Butter für die Form 150 Gramm Zucker 4 Eier 1/41 Milch 500 Gramm Mehl und Mehl für die Form 2 TL Backpulver 2 Vanilleschoten 50 Gramm Rosinen 50 Gramm gehackte Mandeln. 1. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Butter in Ei unbekanntes Zeichen Nährschüssel mit Zucker schaumig rühren. Eier untermischen. Dann Milch, Mehl und Backpulver zufügen und zu einem glatten Rührteig verarbeiten. Vanilleschoten längs halbieren. Das Mark herauskratzen und die Hälfte davon mit den Rosinen unter den Teig rühren. 2. Einen Napfkuchen oder Gugelhupfform ausbuttern, mit Mehl ausstäuben und Mandeln auf den Boden streuen. Teig in die Backform füllen und circa eine Stunde im heißen Ofen backen. Schnelle scharfe Erdnuss. Suppe mit Frühlingszwiebeln. Zubereitung, ca. 30 Minuten. Erstens die Zwiebel schälen und klein würfeln. Die Chilischote längs halbieren, entkernen und fein hacken. Zweitens die Erdnussbutter in einem Topf bei mittlerer Hitze anrösten. Zwiebel, Chili und 1/2 Teelöffel Salz hinzufügen. Mit der Hälfte der Brühe ablöschen. Aufkochen und 10 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Drittens restliche Brühe und Milch dazugeben, zum Co unbekanntes Zeichen Chen bringen und weitere 10 Minuten köcheln lassen. Viertens inzwischen die Erdnüsse in einer Pfanne ohne Fett rösten und anschließend klein hacken. Die Frühlingszwiebeln putzen und mit einem Teil des Grüns in feine Ringe schneiden. Fünftens die Suppe mit Salz abschmecken. In vorgewärmte Suppenschalen verteilen. Mit Frühlingszwiebeln und Erdnüssen bestreuen und auftragen. Karibische Würztomaten. Soße mit Koriander und Petersilie. Zubereitung, ca. 70 Minuten. Erstens Paprika und Tomaten waschen, halbieren und entkernen. Beides in kleine Würfel schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen und klein würfeln. Schinken und Schweinefleisch fein hacken. Zweites Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin anbraten und mit Kurkuma bestäuben. Paprika, Schinken und Fleisch dazugeben, kurz andünsten und die Tomaten hinzufügen. Mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. 4 Esslöffel Wasser dazugeben und zugedeckt bei kleiner Hitze 45 Minuten köcheln lassen. Drittens inzwischen Petersilie und Koriander waschen. Trocken schütteln und die Blätter fein hacken. Die sämig gekochte Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken und die Kräuter unterziehen. Mit Rum aromatisieren und die heiße Soße in sterilisierte Schraubgläser füllen. Verschließen und vollständig erkalten lassen. Kochbananenhackbraten. Aruba mit Käse aus dem Backofen. Zutaten 4-6 Personen. 6 Kochbananen 1/21 Öl zum Frittieren 1 Zwiebel 3 Tomaten 2 EL Olivenöl 500 Gramm Rinderhackfleisch 4 EL Würztomatensoße Salz frisch gemahlener Pfeffer 1 Ei, verquirlt 100 Gramm frisch geriebener Edamer Vorbereitung, ca. 30 Minuten backen, ca. 45 Minuten. 1 Die Bananen schälen und längs in jeweils 4 Scheiben schneiden. Das Öl in einer hohen Pfanne erhitzen und die Bananen darin auf jeder Seite ca. 2 Minuten braten. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 2. Zwiebel schälen und fein hacken. Tomaten war unbekanntes Zeichen schälen, vierteln, entkernen und klein würfeln. 3. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Hackfleisch dazu unbekanntes Zeichen geben und krümelig braten. Zwiebel und Tomaten hin unbekanntes Zeichen zufügen und andünsten. Würztomatensoße einrühren unbekanntes Zeichen rein, mit Salz und Pfeffer abschmecken und weitere 5 Minuten schmoren. 4. Backofen auf 180 Grad vorheizen. Ein Backblech mit Öl bepinseln und die Hälfte der Bananenscheiben. Ohne verteilen und mit dem Ei bestreichen. Mit den restlichen Bananenscheiben bedecken und mit Käse be. 5. Bananenhackbraten in 6 Portionsstücke schneiden,
auf vorgewärmte Teller verteilen und auftragen. Bahama-Reispfanne mit gelben Erbsen und Koriander. Zutaten für 4 Personen, Zubereitung, ca. 45 Minuten. Erstens den Speck klein würfeln. Zwiebel schälen und fein hacken. Paprikaschote halbieren, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Sellerie putzen und in feine Streifen schneiden. Erbsen in ein Sieb geben, kalt überbrausen und abtropfen lassen. Zweites Öl in einem Topf erhitzen und den Speck darin knusprig braten. Zwiebel, Paprika und Sellerie dazu geben und glasig dünsten. Sofrito und Erbsen zufügen, mit Salz, Pfeffer und Thymian würzen und weitere 2 Minuten dünsten. Drittens Reis und 1/2 Liter Wasser dazu geben und zum Kochen bringen. Zugedeckt bei kleiner Hitze 20 Minuten garen. Vom Herd nehmen und 10 Minuten nachziehen lassen. Viertens den Koriander waschen, trocken schütteln und die Blätter ohne grobe Stiele fein hacken. Reispfanne in 4 Schalen verteilen und mit Koriander bestreut servieren. Klassischer Fischtopf mit Garnelen und Süßkartoffeln. Marinieren, 2 Stunden Zubereitung, ca. 45 Minuten. Erster Fisch und Garnelen waschen und trocken tupfen. Fisch in 5 cm breite Streifen schneiden. Chilischoten längs halbieren, entkernen und klein hacken. Alles in eine Porzellanschüssel geben, mit Limettensaft betreu unbekanntes Zeichen fällen und 2 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. Zweiter Zwiebeln und Knoblauch schälen und klein wie unbekanntes Zeichen fällen. Sellerie putzen und in Streifen schneiden. Tomat unbekanntes Zeichen tinhäuten, vierteln, entkernen und grob hacken. Die Paprikaschote halbieren, entkernen und in Streifen schneiden. Die Kartoffeln waschen, schälen und in Würfel schneiden. Dritten Öl in einem Topf erhitzen, Speck darin knusprig braten. Zwiebeln und Sellerie dazu geben und an dünns unbekanntes Zeichen hin. Paprika und Knoblauch zufügen, mit Thymian, Muskatnuss und Lorbeer würzen. Kartoffeln, Tomaten, Sofrito und Fischbrühe zufügen, aufkochen und ca. 20 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Brotfruchtsalat mit buntem Gemüse und Limettensoße. Zubereitung. Circa 45 Minuten kühlen, circa 4 Stunden. 1. Die Brotfrucht schälen, vierteln und die Kerne und unbekanntes Zeichen fernen. Das Fruchtfleisch in circa 1 cm dicke Scheiben schneiden. In eine Schüssel mit kaltem Salzwasser le unbekanntes Zeichen gehen und 15 Minuten ziehen lassen. Abtropfen lassen. Einen Topf mit gesalzenem Wasser zum Kochen bringen unbekanntes Zeichen gehen und die Brotfruchtscheiben ca. 25 Minuten bei kleiner Hitze bis fest garen. Zweitens inzwischen Knoblauch, Zwiebel und Gurke schälen unbekanntes Zeichen lehnen. Knoblauch und Zwiebel klein würfeln. Die Gurke der Länge nach halbieren, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Die Paprikaschote halbieren, unbekanntes Zeichen kernen und klein würfeln. Die Chiliskote längs halbi unbekanntes Zeichen rin, entkernen und klein hacken. Dritte Brotfrucht abtropfen lassen und mit den übrigen Zutaten in eine Schüssel geben. Limettensaft mit Salz und Pfeffer verrühren und über den Salat gießen. Gut durchrühren und mindestens 4 Stunden kühl stellen. Mit Petersilie bestreut servieren.